Ganga flundi teni formidi dal a Tag Leute, willkommen zu Game Inks durchgenudelt. Halo Master Chief Collection wird gespielt und ich sitze hier ganz allein, bin aber nicht allein, denn das war dein Stichwort übrigens. Der Julian, ich verstehe, ich dachte, du stellst mich noch vor. Julian ist dabei. Hunderte von Tausenden von Millionen Kilometern entfernt. Aber das stört die heutige Technik ja nicht. Sitzt er hier an seinem Schreibtischchen ganz alleine, in der Tat ganz alleine. Wir haben beide keine Freunde. Ist richtig. Und er guckt gebannt auf seinen Bildschirm. Ja. Wieder. Also, während wir hier diese schriftliche Einführung haben, kann ich immer erzählen, wie das gerade abläuft. Wir sind über Skype miteinander verbunden. Ihr seht mich. Das Spiel wird aufgenommen. Hier ist eine Lampe. Da ist die Kamera. Da ist ein Kontrollmonitor. Wir nehmen 20 Minuten auf. Also jede Folge geht circa 20 Minuten, wahrscheinlich etwas weniger. Er sieht mich via Webcam, sieht er das Bild. Oh, wir haben jetzt gerade eine kleine Störung. Was total witzig ist, über den Laptop sieht er das Webcam-Bild. Ich habe eine ganz komische Konstruktion gemacht, damit ich ihn auch noch abgreifen kann, extern. Und es wird ganz, ganz schlimm zum Zusammenschneiden. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Halo ODST. Die Navy hat gut gekämpft. Klar, ist ja auch die Erde. Besser spät als nie. Wie wär's mit etwas mehr Respekt, Romeo? Ich sag nur, sie haben was übersehen. Da weiß ich nie, ist das eine Anmache, Romeo, oder heißt der so tatsächlich? Weiß ich nicht. Sie kennen die Musik. Zeit zu tanzen. Hallo. Wenn der Bildschirm schwarz ist, kann ich dich auch sehen. Das ist super, oder? Super investigativ. Neulinge? Nichts Besonderes. Waren wir alle mal. Wenigstens hören Sie. Knuspern noch was zwischendurch? Sie werden meine Worte nicht mögen. Weil das ist wichtig. Befehl ist Befehl. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Träger? Ich gucke hier auf einen hervorragenden Samsung-Fernseher. Den Tanz lasse ich aus. Wo soll ich mich hinsetzen? Der das Bild glasklar ausgibt. Trinken etwas Karamalz dabei. In der 0,75 Liter Flasche Plastik. Im Ernst? Und hier sehen wir jetzt übrigens die Teamvorstellung. Genau. Ich wollte mir eigentlich noch Peterstaler Mineralwasser holen. Aber ich bin hier festgezurrt, verkabelt. Ich kann nicht aufstehen. Das klingt komisch, ist aber leider wahr. Hast du wieder, habe ich dich wieder gerade in deinem SM-Training gestört? Soziales ja, Management wohlgemerkt. Nicht, was ihr denkt. Was soll ich mit diesem Ding in einem Allianzschiff? Das Lustige ist, ich höre das, was ich sage, nochmal in meinem. Aufwachen, Schneewittchen. Diesem Gerät, wo ich das aufnehme. So, wir sind keiner von den jetzt gerade Vorgestellten übrigens. Toll, hat sich richtig gelohnt. Ja, wir sind nämlich der Neuling, der Rookie und werden aber dennoch in die Rolle der anderen schlüpfen, so viel kann ich verraten. Und jetzt werden wir aus dem Orbit geschossen, deswegen auch ODST steht für Orbital Drop Shock Trooper, damit man auch ein bisschen was lernt. Wir können uns glaube ich auch keinen Bock drauf. Ja, hier unten sieht man, wir werden aus dem All geschossen. Und die Sache ist, das haben sie bei Call of Duty Modern Warfare einfach geklaut. Weil da sitzt du genau in so einem Ding drin. Das Witzige ist, durch die Spielung sieht es so aus, als würdest du drin sitzen. Wird jetzt nicht mehr. Jetzt ist zu hell. Ich hoffe, es wird nachher nicht zu sehr spiegeln. Das Ding ist halt, ich bin halt auch beleuchtet. Vielleicht ist es auch die einzige Folge, wo man mich auch sehen wird. Und wir machen das dann klassisch nur Audio. Das muss ich mal gucken. Aber die erste Folge wollte ich auf jeden Fall. Dass man mich sieht, dass man einmal die Verpackung sieht. Die schöne Steelbox und
wenn ich die Kamera schon habe. Ich könnte mich auch ganz schlecht mit dem Handy aufnehmen und dann reinschneiden. Ja, wenn du das irgendwann mal, wenn wir das mal machen wollen, wir 10 Stunden Zeit haben für das Setup, dann können wir das gerne mal machen. Da ist eine Mikrowelle. Da ist eine Mikrowelle? Ja. Rechts. Ja. Ja, eigentlich links hinter mir, aber du siehst es ja spiegelverkehrt. Was du nicht alles siehst, du Fuchs. Und wir sind in der City of New Mombasa unterwegs. In den Straßen, um genau zu sein. Da wir ja nicht den Master Chief spielen, was glaube ich auch das erste Mal ist, dass wir das nicht tun, denn ODST war eher als halbwegs Open World, wie sagt man, so, es ist kein Prequel, es ist kein Sequel, es spielt während Halo 3. Spin-off. Ja, stimmt. Spielt es. Und da wir eben nur ein ganz gewöhnlicher Mensch sind, ohne krassen Anzug, können wir nicht so hoch springen. Dafür haben wir ein cooles Visier, haben eine schallgedämpfte MP, was ganz nice ist. Und jetzt... Ja, es hat einen leicht anderen Aspekt. Ah, okay. Als ich das mal getestet habe, die ganze Sache, musste ich dann noch nach oben gucken, um die Bolzen zu lösen. Das musste ich jetzt gerade nicht machen. So. Und diese Stadt ist unterteilt in so Segmente, die dann immer von großen Mauern umschlossen sind. So wie man das sich halt vorstellt bei Großstädten heutzutage, ne? Alles ist voller Mauern. Dass du dann so, hier... wie es der DDR-Bürger halt gelernt hat, meine Damen und Herren. Ja, oh, da haben wir... Wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger auch vorgehen, denn wir halten natürlich auch nicht so viel aus. Natürlich. Ja, aber dennoch. Ich mit meinem Skill, okay, der macht da so eine Blubberblase. Was haben wir jetzt? Ein Erfolg freigeschaltet. Klick, klack. Yay. Dreifacher Abschuss. Hier kamen auch das erste Mal die Feuergefechte zum Einsatz, welches im Grunde der bekannte Wellenmodus ist, den es ja mittlerweile in vielen Spielen gibt. Äquivalent wäre bei Gears of War der Horde-Modus. Also nicht mehr so wahnsinnig aktuell die Sache, aber damals war das schon eine coole Sache, hat mir viel Spaß gemacht, weil es das erste Mal so ein bisschen Koop-Multiplayer gab außerhalb der Kampagne, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, weil ich bin nicht so der PvP-Spieler. Es ist ja auch nicht so verkehrt. Wellenmodus kann man schon mal machen. Hey, wenn der gut gemacht ist, dann fesselt der auch. Also, so ist nicht. Ja, so wie du mich. Wir sind gar nicht in der Nähe. Also jetzt kannst du mir nichts erzählen. Ich könnte auch die ganze Zeit so tun, oh, woher kommt das? Aber das wäre ja gelogen. Ich weiß, dass es aus dem Ding hier kommt. Ich habe jetzt gerade den Kopfhörer gezeigt, nur zu deinem Verständnis. So, und ich habe mich jetzt auch schon verlaufen. Route ist Closet. Wir können auch noch nicht sprinten. Ich finde es so angenehm, dass man ab Halo 4 sprinten kann. Das finde ich richtig geil. Du hörst geil. Stimmen. Ja. Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, dass du dich endlich umbringen sollst. Ach du Kacke. Nein, so weit ist es noch nicht mit mir. Ich bin da noch relativ geerdet in meinem... Ja, wieso? Du hattest doch bei Twitch dem letzt 4 Zuschauer. Hey, ich hab sogar einen Follower mittlerweile. Also. Ja, mich? Nee, jemand anderen. Dann hast du aber 2 mittlerweile. Ja, ich meinte ja auch einen noch dazu bekommen. Okay, die ist immer noch leer. Das
sich das nicht ändert bei Waffen. Ah. Was mich so ein bisschen anwichst, ist, dass sie die Steuerung immer mal wieder ändern. Bei Halo. Also in jedem Halo-Teil ist immer ein bisschen andere Steuerung. Wie man schlägt, wie man nachlädt, wie man Sachen benutzt. Das ist klassischerweise immer mit X, wie in jedem anderen Ego-Shooter. Nur hier ist es jetzt halt auf RB. Was ich nicht so ganz verstehe. Gucken wir mal auf die Zeit. Wir haben auch schon gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Ja, wie? Wir haben gerade erst angefangen. Aber so kann es gehen. Es gibt auch Medipacks. Superintendent Unterstützung. Okay. Was ist denn das? Bist du Superintendent? Nein. Hä? Ich, ja. Ich bin Lieutenant. Ganz genau. Genau der bin ich. Was wollen Sie? Nee, ich bin Expert. Ach so. Nee, aber hier sagt er mir, ich kann auf so ein Terminal zugreifen. Ah, guck mal, hat mich angelogen, war nämlich RB. Stadtkarte wird heruntergeladen. Ihr Guthaben reicht leider nicht aus. Das ist eigentlich so ein dummer Trugschluss, weil wo hast du das gesehen? Heutzutage, jetzt, in jetziger Zukunft. Also hier so... Telefonhäuschen, Automaten, wo man telefonieren kann, gibt's fast nirgends. So, jetzt habe ich hier Start. Nee, ich denke immer, das ist eine andere Taste. Ah, okay, jetzt habe ich hier so eine Karte. Mhm. Derzeitige Position. Das kommt wieder. Das kommt doch wieder zurück. Zurück, wie wir aus den Simpsons kennen oder South Park oder so. Ja. Da haben sie irgendwo mal eine Telefonzelle gesehen und haben gesagt, hey cool, dann brauche ich ja gar kein Handy mehr rumschleppen. Das ist richtig. Wir gehen doch mal hier hin. Ja. Ich hoffe, das ist richtig. Mhm. Ja. Okay, so kann ich zwischen zwei Positionen hin und her schalten. Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Okay. Die Karte sieht X, Wegpunkt entfernen, schön. Ja, die ist so richtig 3D, ne? Mhm. Okay. Dann setze ich mir doch hier mal einen Punkt. Das ist voll der kleine Punkt. Ja, das ist ja nur so ein Bereich. Gibt der an. Es wäre eine Explosion am Start. Mhm. Ja, gut. Ziel erreicht. Jetzt ist ein bisschen viel Tutorial hier. Ja, ja. Also. Passt schon. Mhm. Sehr schön. War vor allem... Nein, auf keinen Fall wiederholen. Danke. Die Sache hast du es verstanden? Nein. Nein, aber ich möchte dennoch weitermachen. So, hier will ich doch diesen Punkt hier Markierung auswählen. Kann ich nicht. Hä? Ich verstehe das alles nicht. Naja, es wird schon irgendwo weitergehen, ne? Schön, dass Sie sich für die Karte entschieden haben. Sie wird Ihnen nichts helfen. Guck mal, hier kommen wir durch. Hier ist ein grünes Licht. Zack. Gerst this? Hä? Oder gas this? Glass this? Verstehe ich nicht. GS? Ich weiß nicht. Ich glaube, Sie lügen. Ich kann hier keine Sachen durchsuchen. Aber ich habe doch irgendwo auch so eine super geile Vision. Vielleicht habe ich auch nichts. Ja, bist Batman. Ja, so ähnlich. Oh, hübsche Bäume. Sowas gefällt dir. Bäume. Ja. Da bist du fertig. Werde ich ganz rattig. Weiß gar nicht, kann ich hier auch. Oh, der schmeißt eine Granate. Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ob ich vielleicht beidhändig Waffen nehmen kann. Und ich muss auch sagen, ich freue mich sehr auf Halo 5 Guardians. Ich mich auch. Das ist doch gelogen. Ja, ich werde es auch nie spielen. Also was ich da so gesehen habe, da gab es so das Intro davon, das sah schon sehr geil aus. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, jetzt habe ich keine Munition, aber wir können ja schlagen.
schlagen uns einfach durch die Gegner. Ich glaube, hier geht's rein. Asklon. Kennst du das Easter Egg von ODST? Nein. Also ich weiß nicht. Es gibt Kann ja, sein. Es gibt ja irgendwo ein Symbol. Wenn ich es finde, zeige ich es euch. Ach, ja. Ja, doch. Er lässt mich auch nicht weitergehen, ne? Ich nicht A drück. Darf ich da jetzt weiter? Ach so, Moment. Der will mir wahrscheinlich... Bist du mein Ziel? Der sieht nicht mehr so taufrisch aus. Ist richtig. Der auch nicht. Ist richtig. Ah, hier hoch. Es gibt nämlich ein Symbol. Welches das Destiny-Symbol mehr oder weniger darstellt. Also gibt es dann eine Parallele? Man weiß es nicht. Fand ich aber sehr schön, diesen Gedanken. Oh, da ging eine Tür auf. Gefährlich, gefährlich. So. Wer es übrigens nicht mitbekommen hat, wir wurden von unserem Team getrennt. Wir sind ja alle zusammen abgesprungen, sind dann aber auseinander gedriftet. Ich weiß nur nicht mehr, woran das lag. Und ja, suchen. Du wurdest ja. Ich wurde abgeschossen oder so. Ja. Und bin dann nach ein paar Stunden aufgewacht. Und das Team hat es halt versprengt. Ah, hier, da müssen wir hin. Und jetzt können wir diese Helme finden, also müssen wir diese Helme finden in der Stadt und inspizieren. Und die haben ja alle so einen Chip drin. Und das zeigt sozusagen die letzten Stunden als Videoaufzeichnung. Und die können wir jetzt spielen. Ah, so war das System. Ja, ich erinnere mich dunkel, mal bei einem Podcast davon gehört zu haben. Ja, und beim Podcast haben sie es eiskalt falsch gesagt, nämlich. Weil es wurde. Sie haben sich nicht beschwert, dass es nur im ersten Teil vorkommt. Dabei ist es hier Spielinhalt. So. Platzer. Tayari Platzer. Ja, ich sehe auf die Uhr und wir haben noch circa 2 Minuten. Na, also sowas. Das ist abartig, ne? Deswegen würde ich auch, da ich jetzt noch filme und auch die Batterie fast leer ist, würde ich sagen, mache ich schon mal eine Abmod. Das war's von Halo. ODST in der Master Chief Collection, wo ich im nächsten Teil auch sage, warum es das da gibt, was auch ganz nett ist. Und jetzt gucken wir uns noch kurz den Anfang von Bug an. Und dann wird's mit Bug in der nächsten Folge weitergehen. Und was er so erlebt hat. Das hört sich an wie so ein ganz schlechter Kinder-Hörspiel-Dingens. Nein, Jan. Leider nicht, Jan. Es nicht erkannt hat. Pinocchio, meine Damen und Herren. Genau. Eine Minute haben wir noch. Wieso geht denn die jetzt so lange? Hab ich was falsch gemacht? Mal gucken, was der so macht. Das Einzige, was ich bedauere, ist nicht zu wissen, dass du eine Spionin bist. Ach, das ist der mit dem Messer. Sonst wäre ich nicht ja, da war eine Gestik drauf. Ja, da konnten sie es noch nicht so. Mittlerweile sehen ja die Zwischensequenzen bei Halo echt Hammer aus. Ich freue mich auch auf Next Gen Halo. Ich glaube, das wird... Ich mich auch. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Also... Seitdem viele Männer getroffen haben. Ich kann mich immer noch dafür begeistern. Und ihr hoffentlich auch. Diese Sequenz geht viel zu lang. Und ich habe nur noch 15 Sekunden. Eieieiei. Jetzt wird's eng. Das ist richtig. Nicht nur in meiner Hose, sondern auch im Plan. Ich verabschiede mich und sage vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Tschüss. Dies.